Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Warum bin ich im Mü? Ihr seht es im Hintergrund. Das ist, glaube ich, nicht so gesund für mich. Ich wollte ja das nachmachen, aber das hat wohl nicht so geklappt. So. Ja. Ach ja, ich kann ja nicht durchgehend jetzt schießen. Ach Leute, ich benutze nicht genügend Magika, das freut mich jetzt. Richtig. Sind auch kaum Leute, die mich hier verfolgen. Oh, ziemlich blöd, ne? Ich kann das natürlich während des Kampfes nicht benutzen. Das wäre auch ein bisschen merkwürdig. Ich liebe die KI. Ich liebe sie einfach. Das ist ja so richtig, ist ja... Man könnte ja nicht. Mammutrüssel? Das war nicht das, was sie brauchte, ne? Sie brauchte einen Mammutstoßzahn. Oh, ich könnte doch einen Mammutrüssel stattdessen so anbieten. Das ist doch fast genauso gut. Naja, egal. Das Ding von hinten sieht natürlich auch aus. Kann ich die jetzt nicht besiegen? Wo sind denn die? Naja, sei es mir drum, ne? Aber es ist... Ja, egal. Dann gehe ich da mal richtig rein. Würde ich sagen. Hier in das Lager des stehenden Stromes. Und ich muss den Banditenanführer töten. Okay. Okay, da sehe ich eine Falle. Dass der es nicht gehört hat. Ach, warte. Veränderung? Eichenhaut? Nee. Illusion Lautlosigkeit. Haha. Das war zwar fast meine gesamte... Was war das? Oh nein. Das hat es ja so richtig gebracht. Nesselfluch, warum habe ich das noch? Huch. Ja, okay, das wollte ich jetzt... Ach, du... Huch. Wo ist der Nesselfluch hin? Da. Ja, okay, eigentlich ist es wirklich nicht so viel wert. Gold, Schlüssel, hey. Und eine Eisenrüstung, jawohl. Nochmal mit Rüssel. Da muss ich gleich noch lang. Geringe Ausdauer, kleine Heilung. Bärenfalle. Na dann. Ach, ich habe den Schlüssel. Ja, das freut mich doch sehr. Oh. Ach, da ist er. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Okay, mehr reden sie anscheinend nicht. Veränderung, Eichenhaut, Illusion, ne, hat ja nichts gebracht. Beschwörung, Schutzgeist beschwören, Seelenfalle. Heilen. Schreie kann ich nicht machen, Drachenhaut. Aktive Effekte, aha. Dann greife ich mal so aus dem Hinterhalt an. Obwohl, ich könnte auch. Das merkt er nämlich nicht. Hier und da so falsch. Dore Bienen mit ihrem blöden Honig. Huch, Waffe aufladen. Deine Waffe besitzt keine Ladung mehr. Um sie wieder aufzuladen, wähle als erstes die Waffe in deinem Inventar aus und drücke dann T. Wähle einen gefüllten Seelenschein aus, den du verwenden möchtest und drücke zum Bestätigen E. Deine Waffe wird wieder aufgeladen und der Seelenschein wird aufgebraucht. Aha.
Huch. Ach du Kacke. Ich habe keine Ausdauer. Das freut mich sehr. Na klasse, na klasse, natürlich. Ach, so eine neue Stufe. Magika. Ja. Oh, Magika ist voll. Ach, Kacke. Eisenachs der Schwäche, okay. Und Kopfgeld. Stahlschild, oh. Stahl, Stahlrüstung. Gold, Geldbeutel, eine Flöte. Naja, die Flöte erinnert mich gerade an was anderes, aber... und noch ein Buch. Das habe ich doch jetzt, glaube ich, schon gehabt, meine ich. Oder? Ja. Alle anderen nicht, aber das habe ich gehabt. So, und ein Mammut, hey, Mammutrüssel, natürlich. Beschmiede. Eisen. Das Eisen ist so schön. Muschelkäfer. Das verstehe ich aber noch nicht. Schloss, Scharnier, Eisenbeschläge. Hä? Leder, beschlagen, Eisen. Eisen. Nicht für Stahlsachen machen. Mammutstoßzahn. Hey, Mammutstoßzähne. Die sind sogar richtig viel wert. Und Schlüssel. Wobei, den hatte ich, glaube ich, schon. Naja, jetzt habe ich ihn zweimal. Und hier sind noch mehr Tränke. Das freut mich doch. Eisendolch und Zaubererz. Und noch ein Buch. Geldbeutel. Trank. Scheiße, Silbererz. Das wollte ich nicht. Und Truhe. Oh, schön. Einen großen Sack, ja. Nee, ich sag da jetzt nichts. Lösegeld für Zarek. Oje, Bücher. So, jetzt muss ich gerade gucken. Ich glaube, irgendwelche Bücher habe ich doppelt. Die verbrauchen natürlich nur Gewicht. Und Zauberspruch. Wandel dein Klumpenroß, Eisenerzen, Silber, Silbererzen, Gold. Aha. Interessant. Und hier war ich noch nicht. Huch. Nichts Schlimmes. Habe ich viel. Ich habe... Ach du Kacke. Hoch 11. Aha. Ach, das ist eine Falle. Und ich dachte gerade, ich hätte eine neue Stufe, aber habe ich nicht. So, ich kann wieder zur Drachenfeste. Hey. Eine Wache unterbricht meist den Kampf, wenn der Angreifer alle Waffen wegsteckt. Selbst wenn der Kampf abgebrochen wurde, wird die Drache trotzdem versuchen, eine Festnahme durchzuführen. Ach, so kann man sich ergeben, anscheinend. Mara ist die Göttin der... Der irgendwas. Der Kuchen. Denke ich doch. Diese Ladebildschirme. Ladebildschirme, so. Und Proventus Aveniki. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Ja. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. 100? Ja, lockere 100. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Danke. Werde ich machen. Und was habe ich hier? Ich beneide. Ich habe bestimmt irgendwas wieder, was ich dem verkaufen kann. Bücher. Normale Bücher bräuchte ich. Amulett von Stenta. Gestärkt Gesundheit. Blocken mit einem Schild ab, so wie 10%. Ja, bräuchte ich. So, Seelensteine, Bücher. Bekleidung bräuchte ich natürlich nicht. Das hat, ach, ich muss. Ja. Vorher muss ich aber zu der Tochter von unserem netten Proventus.
Die kaufen mir nämlich, glaube ich, diese ganzen Rüstungskacksachen da ab. Hoffe ich doch mal. Und es ist noch eine Uhrzeit, wo ich hoffe, dass da jetzt nicht der ganze Markt geschlossen ist. Huch. Wir gehen zu der Händlerin. Lucia. Oder Lucia. Könnt ihr mein Vater sein? Natürlich, natürlich. Niemand läuft hier rum, außer die Kinder, ist auch schön. Nein, das sieht nicht gut aus, das sieht gar nicht gut aus. Und das ist auch zu. Wie spät haben wir? Ach, 8.12 Uhr. Ich warte mal, Vorsichtshalber, 13 Stunden. Die ganze Nacht entlang. So, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Ist die das? Das ist die sogar, oder? Ne? Die erkenne ich doch aus der Ferne. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Muss ich erst da rein. Alter. Wie dieser Morgenverkehr hier mal beginnt. Meine Freundin Maven und ich. Ihr habt sie in Rifton doch kennengelernt. Ja, ich weiß nicht mehr, was Rifton ist. Also schon ein bisschen, aber ich glaube, dass diese Stadt aber. Oh, hier war ich noch nicht. Wachunterkünfte. Wachunterkünfte. Aha. Ihr habt geholfen, den Güldengrünbaum zu retten. Worte können nicht beschreiben, was das für die Stadt bedeutet. Braucht ihr ein neues Schwert? Dann sprecht mit Adrienne in der Schmiede. Ja. Ich hätte gerade aus Versehen fast was wie im Lager dieser Wachen geklaut, aber jetzt ist ja nichts Besonderes, okay. Jawohl, und die ist wieder im Laden. Beides. Eisenrüstung, Stahlrüstung, Stahlschild, sonstiges, Silbererz. Waffen. Stahl 38, oh. 10 Magikerschaden habe ich ja schon gelernt. So, Veränderungszauber kosten 12% weniger Magika. Kaufe ich jetzt auch mal so. Und jetzt will ich mal hier lernen. Schmiede. Was könnte ich denn herstellen? Eisendolche. Ich brauche Eisenbarren und Lederstreifen. So. Gleich viel. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Herstellen. 19. Okay. So, das ist erstmal eine Investition. Eisendolch. Oder? Ist natürlich schon weitaus mehr wert auch, ne? Ich will das schon gleich viel haben, wenn schon. Dann mache ich diese Eisenäxte. So, erschaffen. Und ein Eisendolch. Ja, und jetzt noch hier. Ich helfe meinem Vater auf vielerlei Weise. Das ist, wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Gar nichts davon. Ich will Geld kriegen. Redekunst verbessert, hey. Ja. Oh, hallo. Achso, ich dachte, die rennt jetzt auf mich zu. So. Meine Fertigkeiten habe ich dann noch Punkte? Ein. Zweihändig. Zerstörung, Verschwörung, genau. Redekunst. Verkaufspreise sind 10% niedriger, Verkaufspreise 10% höher. Bestechung. Du kannst Wachen bestechen. Ich bräuchte auch irgendwann sowas. Überredensversuche sind 30% leichter einschwächen, dann funktioniert doppelt so gut. Jeder Händler hat 1000 Goldstücke zum Handeln. Du kannst gestohlene Waren bei jedem Händler eintauschen. Du kannst 500... Du kannst bei jedem beliebigen Gegenstand an jeden Händler... Ey, das ist gut.
10% bessere Preise bei Einwanderung schlecht. Aha, aha, aha. Kann ich aber noch nichts wirklich mit anfangen. So, bringe... Ach ja, das könnte ich noch machen. Dieses Schwert. Wo ich es nämlich gerade in meiner Questleiste sah. Da. Aha. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Ja, ich weiß nicht, aber das Richtige für euch ist euer Schwert. Ihr habt es gefunden? Ich suche nun schon seit Monaten nach dieser Klinge. Und ihr habt es ganz allein mit diesen Banditen aufgenommen? Ja, danke. Das kann man. Mein Vater hatte eine besondere Technik für Schwert und Schild. Ich will sie euch beibringen, ihm zu ehren. Was habe ich? Verbessert auf 17, toll. Blocken verbessert auf 17, toll. Nun gut. Es freut mich. Und bringe einen Mammutstoßzahn, sie soll, ich hab die Dinger ja. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Ja, hier ist euer Mammutstoßzahn. Danke. Da dürfte die alte Katze große Augen machen. Vielleicht kann ich eines Tages selbst Karawanenführer werden. Wie versprochen, werde ich euch etwas über das Falschen beibringen. Wir wollen ja nicht, dass ein windiger Händler euch zu einem schlechten Geschäft verleitet. Ja. Rede, Kontrabesser auf 26. Hey. Lebt wohl. Ihr wollt euch wohl mit einer alten... Und jetzt hatte ich dann auch hier diesen Händler. Beletor. Und der spielt schon wieder Farquhar. Was macht der denn? Hier findet eigentlich jeder etwas. Naja. Für manche ist es für mich so sonstiges. Ach, Amethysten kann ich dem auch noch verkaufen. Und ich habe so viel Mammutstoßzähne für 50. Verkaufe ich die 150, sind die wert. Oh, diese Rolle kann ich hier verkaufen. Der kann ich nicht alles verkaufen. Waffen brauche ich natürlich nicht. Wie viel Gold habe ich jetzt? 1600. Ja, ich freue mich auch. So, finde den Gesichtsform an Riftorn, schließ dich dem Aufstand der Sturmmänner, suche den Schrein von Asumura, sprich mit Aventus Aretino. Ist der nicht auch hier in der Nähe? Der ist natürlich da hinten. Da will ich jetzt erstmal nicht hin. Erkunde die Badenakademie, begibt sich zur Akademie den Winterfeste, die vermisste Aufstieg der Drachen, in höchster Not. Oder die Aufnahmeprüfung. Die Vermisste. Ach guck mal, oh, ist sogar in der Nähe. Hey. Das machen wir jetzt noch in dieser Aufnahme. Da laufen wir noch hin. Ist das nicht der Tempel von... Nee, das ist das Haus der klaren Kampfgeborenen. Hey, versteckt sind wir sogar. Jawohl. Schnossknacken erhöht. Das freut mich auch. Ich hoffe, hier ist niemand, der mich hören könnte. Ich brauch Geld. Liegt hier nicht irgendwo Geld? Feine Stiefel. Aha, oh, das ist teuer, aber das kann ich ja eh nicht verkaufen. Silberbarren. Tür aufschließen, Adept. Oder Adept, ich weiß es nicht, ob man das Adept oder Adept. Ich glaube fast sogar Adept. Das klingt irgendwie flüssiger. Oh, was ist das denn? Becher? Achso, kaiserliches Sendeschreiben. Das ist nämlich so questmäßig, deswegen. Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass Erkundigungen über den Verbleib eines gewissen Thorald Graumähne eingezogen wurden. Es ist meine Pflicht, euch darüber zu informieren, dass Talmorgenten sich des Gefangenen bemächtigt und ihn zur Festung Nordwacht eskortiert haben. Ich glaube nicht, dass ich das näher ausführen muss. Es wäre in unser aller Interesse, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. Ich hoffe also, dass in dieser Hinsicht keine weiteren Forschungen nachgestellt werden. General Tullius. Aha.
Jetzt kann ich hier das Ganze nochmal ausnutzen. Oh, hier sind so viele Bücher. Hier darf jetzt nur keiner reinkommen, weil ich bin Einbrecher bin ich. So, und hier ist noch eine Tür. Ich war hier nie. Ich war hier nie. Genau, vorsichtig sind wir in der nächsten Folge und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.